220 Kilo und Schmerzen im ganzen Körper. Felix Stolzenburg hat sein Leben umgekrempelt. Er wiegt jetzt noch 95 Kilo. Wie der Kfz-Mechaniker abgenommen hat, uns hat er die drei entscheidenden Schritte zu seinem Glück erklärt. So sah Felix Stolzenburg noch vor 12 Monaten aus. Ein 220 Kilogramm Fleischberg, wie er selber sagt. Jetzt ist der 23-jährige Kfz-Mechaniker aus Berlin mit 95 Kilo nur noch weniger als die Hälfte dessen, was er einmal war. Er hat unglaubliche 125 Kilogramm abgenommen. Vor einem Jahr trifft er die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Mein Arzt hat mir gesagt, wenn ich so weitermache, werde ich in spätestens einem Jahr Diabetes haben. Ich hatte Probleme mit dem Knie, ich hatte Probleme mit dem Rücken, ich hatte Schmerzen gehabt, ich hatte Gelenkprobleme gehabt. Und das waren einfach so Faktoren, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mit 35 den Löffel abgeben. Schritt 1. Er lässt sich auf Krankenkassenkosten den Magen verkleinern. Heute kann er nur noch maximal 150 Gramm Portionen zu sich nehmen. Und das Hungergefühl ist auch weg. Ab 100 Gramm Essvolumen merke ich tatsächlich auch selber für mich schon, dass mein Magen sagt, so jetzt ist genug. Jetzt, deswegen wiege ich meine Mahlzeit dann auch immer ab, weil ich dann halt sicher gehen kann, dass ich auch wirklich diese 150 Gramm zu mir nehme, weil mein Sättigungsgefühl schon deutlich früher einsetzt als diese 150 Gramm. Schritt 2. Täglicher Sport und Disziplin. Felix ist nun jeden Tag im Fitnessstudio, trainiert hart für seinen Muskelaufbau, der ihn vor den hängenden Hautpartien im Bauchbereich bewahren soll. So ist der 23-Jährige zum fanatischen Sportler geworden. Obwohl es mir eigentlich jeden Morgen schwerfällt und obwohl ich mich oft überwinden muss, zum Sport zu gehen, schleppe ich mich trotzdem jeden Tag hierher, Montag bis Freitag. Egal ob Wind, Wetter, Regen, Eis, Sonne, weil nur mit Disziplin kommt man zum nötigen Erfolg. Und ja, das ist dann so ein bisschen der Ansporn für mich, der das dann rechtfertigt. Und wenn man einmal hier ist und den inneren Schweinehund überwunden hat, dann geht es von ganz alleine. Schritt 3. Ernährungsumstellung. Felix isst nicht nur deutlich weniger als früher, sondern auch viel bewusster und ausgewogener. Sein Einkaufszettel sah vor einem Jahr noch ganz anders aus, mit einem willkommenen Nebeneffekt. Gesunde Ernährung muss nicht zwangsläufig teuer sein. Wenn ich bedenke, dass ich früher über 500 Euro für Lebensmittel ausgegeben habe und dabei halt auch wirklich ungesunde Lebensmittel verzehrt habe, wie Chips, wie Süßigkeiten, wie fettige Kost, und jetzt bedenke, dass ich im Monat nicht mehr wie 80 Euro ausgebe für gesunde Ernährung, für wirklich hochwertige, qualitative Kost, ist es schon ein deutlicher Wandel zu früher. Mittlerweile erinnern ihn nur noch seine 8XL-Hosen von früher an seine Zeit als dicker Mensch. Und das Problem mit der überschüssigen Haut will er auch noch in den Griff bekommen. Am Arm kann man es ganz schön sehen, hier die Haut hängt ein wenig. Das lässt sich nicht vermeiden, das gibt es gratis dazu zu seiner Operation und zu so einem Abnehmzyklus bleibt das leider nicht aus. Felix hat nicht nur abgenommen, er hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Momentan macht er das Abitur auf der Abendschule nach und genießt jede Sekunde seines neuen Daseins. Vor einem Jahr noch wäre es undenkbar gewesen, hier hochzulaufen, ohne außer Atem zu sein, ohne zu schwitzen. Und heutzutage laufe ich hier 3, 4, 5 Mal hoch, ohne Probleme und fühle mich besser denn je. Ich bin der beste Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, grundlegende Dinge zu ändern, sagt Felix heute stolz. Und dafür wird er weiter kämpfen.